Vielleicht hast du dich schon mit dem Thema Coaching und gerade Executive Coaching befasst. Vielleicht hast du dich auch schon mal mit mir befasst und dir überlegt, hey, hat die Laura auch ein Coaching-Programm für mich? Hier in diesem Video möchte ich dir ein Coaching-Programm vorstellen, welches dich dabei begleitet, wenn du gerade eine Position bekommen hast. Du bist also gerade Chef geworden, du bist in deinem Traumjob angekommen, du hast vielleicht den neuen Job in der neuen Firma und du möchtest jetzt die ersten 100 Tage als Chef so richtig rocken. Dann habe ich ein Programm für dich, was natürlich genau dafür konzipiert ist, dass du die ersten 100 Tage als Chef erfolgreich bestehst. Hi, mein Name ist Laura Klimetzki und ich bin bekannt als die Münchner Psychologin und gemeinsam mit meinem Team helfen wir Führungskräften wie dir dabei, die ersten 100 Tage natürlich auch in der neuen Position wirklich gut zu gestalten. Wenn du noch gar keine Führungskraft bist und es noch werden möchtest, dann ist das Programm Leader to Be für dich geeignet. Schau dir bitte das dazugehörige Video an. Wir verlinken dir das gerne hier unter diesem Video auch nochmal, dass du genau das Video angucken kannst. Wenn du jetzt schon in deiner Position bist oder du sagst, hey, in wenigen Wochen, in wenigen Monaten starte diese neue Position und ich möchte nicht die typischen Fehler machen, die man immer wieder macht, wenn man dann in dieser neuen Position ist, dann ist dieses Programm perfekt für dich. Schauen wir doch mal ganz kurz, was genau in dem Programm enthalten ist und wie wir dich dabei unterstützen, die ersten 100 Tage in dieser neuen Position einfach richtig cool zu gestalten. Warum sind gerade die ersten 100 Tage als Chef so wichtig für dich und was sollten wir uns genau angucken? In diesem Programm schauen wir uns vor allem an, wie bist du zu der Position gekommen, weil je nachdem, wie du zu der Position gekommen bist, gibt es unterschiedliche Strategien, die wir jeweils auf dich angepasst mit dir umsetzen müssen. Beispiel: Du bist in einem familiengeführten Unternehmen und übernimmst das Unternehmen von deinem Papa. Dann sorgst du vielleicht dafür, dass du sagst, Mist, die kennen mich schon, seit ich so ein kleiner Hosenscheißer bin. Hier nimmt mich keiner ernst. Ich werde jetzt demnächst diese Firma übernehmen. Was mache ich jetzt? Ja? Da gibt es verschiedene Herausforderungen, mit denen du klarkommen musst. Von Respekt über eine komplett neue Rolle, über neues Ansehen, was du dir arbeiten musst, bis hin zu, okay, wie gehe ich jetzt mit den Leuten um, die mich kennen, seit ich gefühlt so klein bin und die jetzt tatsächlich auf meiner Payroll sind, für die ich auf einmal verantwortlich bin, deren Gehalt ich jetzt einfach einmal zahle. Da muss man wirklich gucken, wie kann man da die passende Strategie finden, wenn du zum Beispiel innerhalb deines eigenen Familienunternehmens hochsteigst in die Führungsriege, in die Geschäftsführung. Ist das natürlich auch nochmal ein ganz anderer Hut, vor allem wenn du davor noch gar keine Führungserfahrung so richtig gesammelt hast in der Wirtschaft. Das ist also so ein Hindernis, ein Problem, eine Hürde, die wir zusammen mit unseren Kunden tatsächlich überwinden und erfolgreich rocken. Zweitens, es kann ja auch sein, dass du innerhalb derselben Company einfach nur aufsteigst, also zum Beispiel vom Kollegen zum Chef auf einmal aufsteigst. Auch dann musst du überlegen, wie mache ich das jetzt? Gerade da sind die ersten Wochen sehr, sehr relevant, dass du da keine Fettnäpfchen mitnimmst, dass du da keinen Blödsinn baust, dass du da nicht auf einmal ein Arschlochchef wirst, weil du vorher Kollege warst und nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Dass du da nicht auf einmal ein Arschlochchef wirst, weil du vorher Kollege warst und nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Das heißt, auch das ist etwas, was wir hier abdecken, wo wir sagen, wir gucken uns das genau an, worauf solltest du achten, wenn du vom Kollegen zum Chef aufsteigst. Und last but not least, du hast weder ein familiengeführtes Unternehmen, noch steigst du in der gleichen Firma auf, sondern du kommst in eine komplett neue Umgebung rein. Auch da gibt es ganz wichtige Dinge zu beachten und Fehler, die du machen kannst. Von, hey, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ich weiß nicht mal, wie ich hier irgendwie ein Netzwerk aufbaue. Ich weiß nicht, wem ich vertrauen kann und wem ich nicht vertrauen kann. Wie baue ich da wirklich einen guten Eindruck auf? Auch da gibt es verschiedene Strategien, die wir jetzt mit dir durchgehen, wenn es darum geht, deinen Start in der neuen Position richtig gut zu gestalten. Basierend also darauf, wo du gerade stehst und aus welcher Situation du kommst und wie du startest in diese neue Position, schauen wir uns also an, wie deine Strategie aussieht, damit das Ganze erfolgreich wird. Natürlich können wir nach 8 Jahren Führungskräfteberatung dir einige Fehler mitgeben, die du natürlich nicht machen solltest. Also dir ganz konkret eine Roadmap geben und sagen, hey, in diesem Fall diese Fehler vermeiden, in diesem Fall diese Fehler vermeiden, in diesem Fall diese Fehler vermeiden. Und wir zeigen dir nicht nur, wie du sie vermeidest, sondern wir zeigen dir auch Step by Step, wie du die ersten Wochen, die ersten Monate wirklich gut bestehst. Das heißt, du kriegst von uns wirklich eine Anleitung mit. Wie sehen die ersten Wochen aus? Die erste Woche, die ersten 2 Wochen, die ersten 3, 4 Wochen. Was musst du im 2. und 3. Monat beachten? Wann darfst du wie was kommunizieren? Ab wann sind Veränderungen sinnvoll? Und wenn ja, wie führst du sie ein? Ja, weil jetzt, heck, hast du Verantwortung. Jetzt musst du überlegen, dass der Laden besser läuft, weil aus irgendeinem Grund hat man dir die Position gegeben. Mit dieser Erwartungshaltung kommt natürlich auch der Wunsch, dass du performst. Auch da gucken wir uns an, wann kannst du welche Veränderungen, wann führst du welche Techniken dir ein? Und natürlich nehmen wir auch die ganzen Basics mit, wie gestaltest du Meetings? Wie führst du Mitarbeitergespräche? Wie kannst du mit schwierigen Leuten umgehen? Was machst du, wenn dein Vorgänger noch im Unternehmen herumläuft und schlechte Laune verbreitet? Wie gehst du auf einmal mit Leuten um, die auch diese Position haben wollten und jetzt mit dir zusammenarbeiten? Da gibt es ganz viele Punkte. Stell dir das vor wie so ein Minenfeld und wir geben dir exakt die Anleitung,
wie du durch das Minenfeld springst, ohne dass irgendetwas explodiert. Und last but not least, wenn du es also schaffst, durch dieses Minenfeld zu springen, ohne dass irgendwas passiert und du dann tatsächlich die ersten 100 Tage als Chef gerockt hast, dann wollen wir dir natürlich auch einen Ausblick geben und dir zeigen, was da noch alles kommen kann. Denn wenn du die Basics drauf hast, wenn du die ersten 2-3 Monate richtig gut überstanden hast, wenn du einen guten Eindruck hinterlegt hast, wenn die Leute sehen, okay, krass, der oder die kann echt gut damit umgehen, dann ist ja deine Karriere nicht vorbei, dann geht es natürlich auch noch weiter. Diese ersten Wochen, diese ersten Monate sind nur deswegen so wichtig, weil sie eben den Fuß entweder in die richtige Tür setzen oder weil es ansonsten dazu führen kann, dass alles schief geht. Wir haben schon mit Führungskräften gesprochen, die irgendwo reingekommen sind, die keine Hilfe hatten und die wirklich heftig hingefallen sind. Wenn du das also vermeiden möchtest, wenn du die ersten 100 Tage als Chef wirklich rocken magst, dann haben wir ein Programm für dich, das perfekt auf dich zugeschnitten ist. Wenn du also Lust hast, dass wir dich dabei begleiten, dann musst du nur noch eins tun. Du gehst jetzt auf www.diemuenchnerpsychologin.de/termin, buchst dir dein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir, dass dein Start in dieser neuen Position richtig geil läuft.